Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Subnautica Below Zero. Ich habe dieses Video schon einmal angefangen, habe 30 Minuten lang aufgenommen und habe aber die falsche Szenensammlung in OBS offen gehabt und habe dann nur mein Mikrofon aufgenommen und nicht den Spielsound, und das fand ich halt ein bisschen blöd. Das heißt, jetzt in dieser Folge werde ich vielleicht nicht ganz so viel machen und nebenbei eher erklären, was ich in der anderen Folge gemacht habe, und euch vielleicht ein paar Szenen einblenden, so. Auf jeden Fall, was wir gemacht haben ist, wir waren an Land, an dieser Landstation, und haben Ionenwürfel gefunden. Da haben wir uns noch einen Motivationsposter mitgenommen, genau. Haben für das Krebs-Dingsbum-Skelett ein paar Fragmente gefunden. Dann haben wir zum Beispiel den Blastahlbahn freigeschalten, das emailliertes Glas freigeschalten. Synthetische Fasern haben wir freigeschalten. Was haben wir noch freigeschalten? Genau, den erweiterten Kabelsatz. Die Thermoskanne haben wir freigeschalten noch. Hier das Konstruktionswerkzeug haben wir gefunden, also die Fragmente davon. Die mobile Fahrzeugstation wollte ich eigentlich bauen, aber für den Computerchip braucht man die Tischkorallen, und da muss ich erstmal rausfinden, wo es die gibt. Und das habe ich jetzt. Die gibt es einmal in so einem komischen Biom, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo komische Inseln fliegen. Dann soll es das in diesem Standardbiom, was hier in der Nähe ist, geben, aber da sieht man die halt nicht oft. Dann haben wir den Seebahn als Fahrzeug halt schon freigeschalten. Das wäre dann auch das Ziel der nächsten Folgen. Hier haben wir auch schon Module für das. Oh, die Thermalklinge, auch stabil. Wir haben halt hier ein paar Fragmente zum Bauen gefunden, was wir dann alles machen können. Hier einen Schneemann können wir basteln, also das ist ganz wichtig natürlich, der Schneemann. Hier halt die ganzen Dinge. Oh, Batterieladestation haben wir doch, perfekt. Kaffeeautomat, perfekt, ne? Ja, dann haben wir noch einen Verkaufsautomat und sowas, ja. Das haben wir halt alles freigeschalten. Dann haben wir herausgefunden, dass in Richtung Südosten ein Biom ist, wo irgendwelche gefährlichen Wesen leben. Hier sind irgendwelche heißen Quellen oder sowas, gehe ich mal von aus. Ach du Scheiße! Was ist es denn? Holy Guacamole! Was war es denn bitte? Haben mir zumindest Angst gemacht. Und ja, jetzt liegt es halt daran, diese doofen Tischkorallen zu finden. Und die soll es anscheinend auch diesen, wo es nur diese Brücken gibt, in diesem Biom soll es die anscheinend auch geben. Achso, und dazu werde ich euch auf jeden Fall jetzt mal eine Szene einblenden. Wir sind auf eine weitere Insel gegangen, die aber anscheinend jemanden gehört hat, einer Person, und die auch noch weiter lebt. Und da, ich ging davon aus, dass wir die einzigen Menschen sind, die hier leben. Aber der Schein hat gedrückt. Oh, schön, dass wir jetzt direkt am Anfang der Folge eine Tischkoralle finden. Hier gibt's auch Mineralien. An Land gibt's ja auch Mineralien. Ah! Es gibt andere Menschen! Das habe ich nicht erwartet. Ja, nice. Ja, was bist du denn? Ja, hier haben wir nochmal Seebahnfragment, ne? Ach, der wollte das angreifen. Der greift jetzt mich an. Alter, noch eine Tischkoralle. Noch eine Tischkoralle. Alter, stabil. Das war halt, hat mir Angst gemacht, ne? Aber tut mir leid, dass ihr leider den Game-Sound dazu nicht hören konntet. Die wollte halt nicht, dass wir auf ihrer Insel chillen und so. Und, aber wir haben bei ihr auf der Insel, haben wir Schwefelkristalle gefunden, weswegen wir uns halt dieses Reparaturwerkzeug, was wir uns letzte Folge herstellen wollten, endlich herstellen konnten, ohne jetzt dieses bestimmte Biom dafür suchen zu müssen. Das war halt schon ganz stabil, fand ich. Und ja, jetzt in dieser Folge können wir das schaffen, was ich in letzter Folge nicht geschafft habe. Wir können uns jetzt gleich die mobile Fahrzeugstation herstellen. Genau, wir brauchen auch noch einmal kurz Kupferdraht. Wieso haben wir kein Kupfer? Wieso habe ich kein Kupfer? Habe ich das in eine von den Kisten? Ich pack mal hier mein Schwefel und sowas hier rein. Ein Kupfer haben wir. Wir brauchen aber zwei Kupfer. Okay. Nicht eins Kupfer, wir brauchen zwei Kupfer. Da haben wir auch kein Kupfer. Ich habe für irgendwas Kupfer verschwendet. Für die Batterie habe ich Kupfer benutzt. Genau, weil wir für den Seekleider eine neue Batterie machen mussten, weil die in der letzten Folge leer gegangen ist. Jo, moin Leute, ich wollte mal dazwischen sagen, ich
Ich habe mehrmals gesagt, yo, letzte Folge, dies und das, so wie gerade eben. Dabei meine ich eigentlich in der Aufnahme, die ich verkackt habe, also die ohne den Game-Sound. Da ist zum Beispiel jetzt auch gerade eben die Batterie leer gegangen und sowas. Das meinte ich eigentlich. Ich habe nur gemerkt gerade, dass ich manchmal dazu sage, letzte Folge, obwohl die letzte Folge eigentlich die verkackte war, die ihr ja nicht wirklich gesehen habt. Deswegen wollte ich nur mal zwischendurch sagen. Genau, ja, ich glaube, das wäre jetzt so grob alles, was in der Folge passiert ist. Ach so, ja, wir haben auch noch ein neues Wesen gefunden, was bei dem ich dachte, es wäre friedlich. Forschung, einheimische Lebensform, genau, Tiere, weiß ich nicht, ob das Kegelpinguin, genau das Vieh. Genau das. Aber gefunden, ich dachte, es wäre nur ein ganz einfacher Krebs oder sowas, den man easy scannen kann. Auf einmal fängt er mich an anzugreifen. Die Szene dürft ihr jetzt auch nochmal sehen. Oh, cool. Oh, ein Krebs. Es greift mich an! Ah! Es greift mich an. Ich dachte, es wäre friedlich. Ich hab dir doch nichts getan. Ich suche jetzt erstmal weiter Kupfer hier. Wäre schön, wenn wir noch welches finden würden. Ja, perfekt. Genau, und dieses Pilot-Dingsbums ist halt... Also, ihr habt ja gesehen, diese Frau war ja in so einem Exoskrebs-Skelett-Dingsbums, was ein bisschen selbst modifiziert war. Und mein Computer konnte halt diese Technik scannen. Und da war halt dann der letzte Aufenthaltspunkt, den mein Computer scannen konnte. Das heißt, wir werden, wenn wir den Seebahn haben, was wahrscheinlich jetzt gleich passieren kann, oder in dieser Folge passieren kann, werden wir vielleicht da hingehen und uns das mal angucken da. Achso, habe ich was zu trinken? Ja. Haben wir was gefuttert? Ja, wir haben halt auch so kleine Stationen zwischendurch gefunden unter Wasser, wo ich auch Essen und sowas gefunden habe. Und auch, ich habe auch viel Essen an Land gefunden, wo ich da in der großen Landstation war. Ja. Und da habe ich auch für, also an der Landstation habe ich auch für das, wo ist es, für den Krebs genau schon 2 von 4 Bestandteile gefunden. Ja, und wir haben halt, nachdem wir auf dieser Insel waren, direkt 3 Seebahnteile gefunden. Wir brauchten halt 3 Seebahnfragmente. Die haben wir instant gefunden. Ja, war schon ganz witzig. Den Computership wollten wir uns jetzt herstellen. Jetzt habe ich das Gold da reingepackt. So, mobile Fahrzeugstation. Das heißt, jetzt wäre die Aufgabe, bestände unsere Aufgabe darin. Ja, ich hatte vor, sie zu platzieren. Wollte ich schon platzieren. Ja, dann machen wir das so. Nein, ich wollte nicht auf Escape drücken. Seebahn, genau. Das heißt, wir brauchen jetzt Titanbahn, einen erweiterten Kabelsatz, Glas, Blei und eine Energiezelle. Dann wäre das jetzt erstmal meine Aufgabe. Wir wollen jetzt genau das. Titanbahn. Wir haben noch genug Titan, glaube ich, für ein paar Titanbahnen. Für den erweiterten Kabelsatz brauchen wir einmal einen Kabelsatz, wofür wir Silber brauchen. Und dann noch ein Computership. Haben wir noch Silber? Ja, ein Silber haben wir auf jeden Fall noch. Wir brauchen aber 2 Silber. Bitte sag, ich habe draußen noch ein Silber dran. Bitte, 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 bitte. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte das nicht bearbeiten. Nein, ich habe draußen kein 1 Silber dran. Das heißt, wir müssen noch Silber suchen. Ich weiß nicht mehr, wo man üblicherweise Silber findet. Obwohl, ich weiß nur, in welchen Dingen sie sind, aber ich weiß nicht, in welchem Biom sie eigentlich typisch ist. Diese Dinger. Das heißt, ich kann nur blind drauf lossuchen. Oh, Silber. Perfekt. Das ging ja schnell. Kabelsatz, genau. So, was brauchen wir jetzt noch für den Computership? Gold, ne? Und Kupferdraht, das heißt, wir brauchen wieder Kupfer. Okay, das heißt, wir müssen wieder Kupfer suchen, wundervoll. Genau, ich bin hier so lang irgendwie und bin dann hier rein. Genau, ich wollte dann hier rein. Dann habe ich hier das erste abgebaut, dann kam da aber nicht Titan raus. Also Gold haben wir jetzt schon mal, perfekt. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Kupfer. Ich brauche Kupfererz, genau. Ich brauche auch noch Geiselköpfchen, oder? Brauche ich Geiselköpfchen? Weiß ich nicht. Doch, ich muss ja auch Energiezellen herstellen und dafür brauchen wir Batterien. Das heißt, wir brauchen auch Geiselköpfchen. Körbchen. Wieso geben die mir nur Titan? Oh, hier. Oh, maybe was zum Scannen? Nee, ist dann wieder irgendein komisches Netz. Nest. Sprechen kann ich noch. Oh, da hinten ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das schon untersucht habe. Aber es wäre auf jeden Fall mal lohnenswert, da mal hinzugucken. Selbst wenn wir es schon untersucht haben, kann man ja mal gucken einfach. Ich glaube, das haben wir schon untersucht. Obwohl, nee, die Kisten sind noch zu. Ich will nur Sachen scannen und Sachen mitnehmen. Eine Leuchtfackel. Inventar ist voll. Scheiß Titan. Das ist hier eh nichts mehr zu mitnehmen, oder? Okay. Juhu. Ey, meine Batterie ist schon wieder fast leer von dem Seekleider. Die nächste Folge. Ach, Mann. Miese Zeiten. Aber nice, dann hätten wir jetzt gleich schon mal es geschafft, uns den Seebahn zu machen.
Dann können wir theoretischerweise das mal angehen und da hinten hingehen, wirklich. So, erstmal kurz hier reingehen. Für den Seebahn brauchten wir... Einmal brauchen wir noch Kupferdraht dafür. Dann brauchen wir ein Computership dafür. Und dann haben wir den erweiterten Kabelsatz. So, was brauchen wir jetzt noch? Blei. Blei sollten wir hier haben. 1, 2 schon mal, ja. Ich glaube, draußen hatten wir auch nochmal ein Blei. Was brauchen wir noch? Blei, die Energiezelle und Glas. Quarz habe ich hier auch. Können wir Glas draus machen? Wie viel Glas brauchen wir? 2 Glas. Ich kann nur noch ein Glas... Ich brauche nochmal Quarz. Das heißt, Glas hätten wir jetzt auch. Die Energiezelle brauchen wir jetzt halt. Das heißt, wir brauchen... Für die Energiezelle brauchen wir eine Batterie, ne? Oder? Energiezelle. 2 Batterien. Wir haben hier eine leere, können wir nämlich dafür auch nehmen. Das heißt, wir brauchen noch eine weitere Batterie. Wir packen erstmal den ganzen Crap wieder hier rein. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Geiselkörbchen suchen. Ich glaube, ich bin gerade mehrmals an Geiselkörbchen sogar vorbei und habe mir keine mitgenommen. So, natürlich wieder so Braintime-Move, aber hier haben wir noch ein Geiselkörbchen. Hier haben wir auch noch eins, hier haben wir auch noch eins. Ah, da müssen wir noch schnell Kupfer finden. Kupfer, 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 Kupfer. Da war nochmal Blei. Ihr seid bitte Kupfer drin, da war bitte Kupfer drin. So, Batterie, Silikon. Dafür brauchen wir dich, um Silikon herzustellen. Silikon. Okay, die Energiezelle hätten wir jetzt auch. Eigentlich sollten wir jetzt alles haben für den Bahn. Ja, wir haben alles. Perfekt, wir können uns den Bahn herstellen. Wo habe ich mobile Fahrzeugstation hingepackt? Ich bin direkt unter ihr. Ich Genie. Holy Quackamole. Das erste Fahrzeug, Leute. Es hat... okay. Was ist jetzt los? Jetzt lädt hier irgendwas? Lol. Was da jetzt passiert? Nein, Subnautica, kackt da jetzt bitte nicht ab, nur weil ich mir... Jetzt ist mein Subnautica abgekackt. So, ja, Leute, mein Subnautica ist gerade eben abgekackt, warum auch immer. Jetzt muss ich nochmal alles neu machen. Och nein, jetzt muss ich ernsthaft nochmal alles neu machen. Ach, miese Zeiten. Ich weiß nicht, bis wohin sich jetzt was wie viel gespeichert hat, aber... Ich glaube, es hat sich nicht sehr viel gespeichert, was ich gemacht habe. Habe ich noch Tischkorallen? Ich habe nicht mal mehr Tischkorallen. Warte, was brauchte ich vorhin nochmal, um Tischkorallen... Haben wir die... Hat sich die Fahrzeugstation überhaupt gespeichert? Nein, wir müssen die Fahrzeugstation nochmal neu erstellen. Nein, nicht mal das hat sich gespeichert. Das heißt, wir dürfen jetzt nochmal schnell neue Tischkorallen suchen. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo es die gibt. Ach so, ah ja, Leute, mir ist auch noch gerade noch was Wichtiges eingefallen. In letzter Folge, in der Folge, die ich vergeblich aufgenommen habe, habe ich die Computerstimme Bertha getauft. Also sie heißt jetzt Bertha bei mir. Sie hat immer rumgemeckert wegen Luft und da habe ich gesagt, ist okay, Bertha, hier kriegst du deine Luft. Dings. Oh, ich hab vergessen, dass ich Luft brauche. Nein, jetzt bin ich verreckt. Jetzt bin ich jämmerlich verreckt. Du bist gestorben, hast einige Gegenstände verloren. Nein, bitte nicht das Silber. Oh, das Silber habe ich noch. Es ist fast nur Titan, was ich verloren habe, oder? Kann das sein? Oder wir stellen uns erstmal den ganzen Scheiß her, den wir jetzt erstmal brauchen. Also, Titanbahn brauchen wir einmal, genau. Stimmt, ich müsste jetzt erstmal gucken, was ich für die Fahrzeugstation brauche. Ich habe die ganzen Tischkorallen verloren. Nein. Ey, ist das eine chaotische Folge? Bitte greif mich nicht an, bitte greif mich nicht an. Du willst mich nicht, du willst mich nicht. Schwimm weg. Schwimm lieber weg, ich tu dir nur weh. 30 seconds of oxygen remaining. Danke, Bertha, dass du mich wieder darauf hingewiesen hast. Ich werde sonst bestimmt wieder verreckt. Ich hoffe, das kackt nicht wieder ab, wenn ich... Ich speichere diesmal vorher. Ich hoffe, ich habe alles. Genau. Dafür brauchen wir noch Kupferdraht und ein Gold. Haben wir zwischendurch nochmal Gold gefunden? Außer das eine, was... Scheiße, ich muss gleich nochmal Gold suchen gehen. Ich muss gleich nochmal Gold suchen gehen. Egal, den ersten Computerchip können wir uns schon mal herstellen. Ich glaube, wir brauchen... müssen. Obwohl, nee, wir haben noch... Okay, für eine Batterie reicht's noch. Perfekt. Die Fahrzeugstation. Okay, wir können sie schon mal herstellen. Bevor ich die platziere, holen wir uns gleich direkt den ganzen Stuff, den wir brauchen, noch für den Bahn. Und ich habe gerade keinen Platz mehr mit da. Ja, erstmal den können wir rüberstecken. Kreaturei brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Essen könnte man mal was. Ach, Mann, ich hab schon wieder auf Escape gedrückt. Essen, trinken, heilen. Können wir alles mal machen. Das Lithium können wir erstmal rüberpacken. Schwefel können wir auch drüben lassen. Da, bitte lass da Silber drin sein, bitte. Ja, danke. Meine Gebete wurden erhört. So 5%. Damit sollte ich es noch bis zurückschaffen, hoffentlich. Kabelsatz. Jetzt brauchen wir aber wieder ein Computerschiff. Was brauchen wir dafür noch? Kupfer. Das heißt, wir müssen schnell Kupfer suchen. Lol, das ist eine neue Signalboje. Verlorene Signalboje einfach nur. Och, danke. Kupfererz. Weiß nicht, ob da irgendein Ort sein wird oder ob das wirklich nur eine verlorene Signalboje ist, die da irgendwie gelassen wurde. I don't know. Kann ich die Energiezelle auch einfach aus 2 leeren herstellen? Ich weiß es halt nicht. Man könnte es halt ausprobieren, aber ich weiß es halt einfach nicht. Genau, Computership. Erweiterter Kabelsatz. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben jetzt den erweiterten Kabelsatz. Wir brauchen nur noch Glas und die Energiezelle. Batterie. Jetzt will ich wirklich mal testen. Wenn ich jetzt hier, habe ich? Jo, okay, das heißt,
ich muss jetzt noch kurz Silikon herstellen. Dann kann ich auch zwei leere dafür benutzen. Dann kann ich die volle nämlich in den Kleider lassen. Das ist auch perfekt. Muss ich nicht noch eine volle extra herstellen. Habe ich jetzt alles. Nur noch das Glas. 1, 2, 3, 4. So, wir brauchen nämlich zweimal Glas. Nochmal Glas. Und jetzt sollten wir alles haben. Stimmt's? Ja. Das heißt, jetzt speichern wir einmal kurz vorher. So. Dass, falls das wieder abkackt, dass wir nicht wieder alles neu machen müssen. Könnt ihr gerade eben nicht wissen, dass es auf einmal abkackt und ich dann alles neu machen muss. Dann hätten wir das jetzt schnell. Hier platzieren wir die Fahrzeugstation. Wir klettern auf die Fahrzeugstation. Bitte funktioniert es. Okay. Der heilige Moment ist gekommen. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Wir haben den Seebahn, Leute. Ja, der Seebahn. Let's go. Ich will da einsteigen. Einsteigen. Okay, wir sind schon direkt irgendwo gegen. Kann man damit... Nice, aber wir haben jetzt endlich was. Endlich mal ein Gerät, womit wir umherfahren können. So, das heißt, wir können dann in der nächsten Folge mal dahin gehen und mal nach dieser verlorenen Signalboje gucken. Wir steigen jetzt erstmal wieder aus. Aber ein feines Gerät, ey. Okay, meine Freunde. Dann war's das mit dieser Folge. Es ist mies, dass leider die andere Folge vergeblich ohne Game-Ton dabei war, Game-Sound. Deswegen werde ich die halt nicht hochladen, aber diese hier auf jeden Fall, weil da jetzt Game-Sound dabei ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt mir auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben für Subnautica und auch generell für die Videos. Und auch Verbesserungsvorschläge, wenn ihr wollt. Und schaut auch auf meinem Discord vorbei. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!